Eine entspannte Art, eine der schönsten Regionen Griechenlands kennenzulernen, ist eine Mini-Tageskreuzfahrt auf dem Saronischen Golf. Von Flisphos, einem kleinen Hafen bei Athen, startet der Katamaran entlang der Küste der Peloponnes zum ersten Stopp, der Insel Hydra. Jene Insel, die schon ganze Heerscharen von Künstlern mit ihrem faszinierenden Lichtspiel inspirierte. Keine Frage, das 65 Quadratkilometer große Hydra ist ein Stück Bilderbuch Griechenland mit engen, verträumten Gassen, kleinen geduckten Häusern sowie mehr als 300 Kirchen und Kapellen. Noch dazu eine Insel der Entschleunigung und frei von Autos. Esel und Maultiere sind die Transportmittel für Waren und Menschen jeglicher Größe. Die 90 Minuten Landgang sind knapp bemessen, doch sie lassen genügend Zeit, um sich im Gassengewirr der Insel entspannt treiben zu lassen. Kaum hat der Katamaran wieder abgelegt, wandelt sich das Oberdeck in die griechische Form einer Tanzschule. Zu Live-Musik versuchen Besatzungsmitglieder den Gästen, die Geheimnisse des Yetakis beizubringen. Nicht wenige halten die eigens für den Kinofilm Alexis Sorbas mit Anthony Quinn entwickelte Schrittfolge für einen traditionellen griechischen Tanz. Der Tanz über den Wellen sorgt dafür, dass kaum einer bemerkt, dass der Katamaran sich nach weiteren 90 Minuten Fahrzeit der Insel Poros nähert. Der riesige Pott schlängelt sich durch die fjordartige Meerenge und macht direkt vor den zum Großteil neoklassizistischen Häusern am Ufer fest. Das knapp 50 Quadratkilometer große Poros ist eine zweigeteilte Insel. Im größeren nördlichen Inselteil namens Kalavia findet sich das Kloster Zochodochos Pigis. Das Wasser seiner heiligen Quellen soll angeblich Nierenleiden lindern. Nicht fehlen darf ein Stopp am berühmten Isthmus von Korinth. Der zwischen 1881 und 1893 an der berühmten Landenge in das Felsmassiv geschlagene Kanal verbindet den Saronischen Golf mit dem Golf von Korinth. Bis zu 84 Meter tief und 25 Meter breit ist die schnurgerade Schneise. Mehr dazu unter www.mortimer-reisemagazin.de.